Seit Jahren haben wir mit dem Mindestlohn zu tun. Sie wissen, unsere Zeitungszusteller kriegen mehr. Das unterstützen wir auch, das ist auch in Ordnung. In diesem Maße ist es das nicht, in diesem Tempo ist es das für uns kriegsentscheidend. Ich möchte sagen, es ist existenziell, was für die Zeitungsverlage, zum Beispiel für die Lübecker Nachrichten gerade passiert. Sehen Sie Möglichkeiten, dass wir nicht auf Lohnseite, sondern auf Sozialabgabenseite bei den Verlagen entlastet werden? Wenn Sie von dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erwarten, dass er Ihnen was zum Mindestlohn sagt, was unterhalb des Mindestlohns liegt, ist die Antwort nein. Aber ich bin nicht in der Lage und auch nicht gewillt, Ihnen Versprechungen bei den Sozialabgaben zu machen. Die paritätische Arbeitslosenversicherung, die paritätische Krankenversicherung, die Sozialversicherungssysteme, die können nicht außer Kraft gesetzt werden wegen branchenspezifischer Probleme. Ich würde die Zeitung als systemrelevant. Also das ist vielleicht eine Frage, die Sie aus Ihrer verlegerischen Sicht mir vortragen. Ich sage Ihnen aber als klare Antwort, ja, Zeitungen sind medienrelevant, aber dann kann die Entlastung nicht da stattfinden, wo Sie sie stattfinden lassen wollen. Nämlich bei der Infragestellung des paritätischen Sozialversicherungssystems in Deutschland. Tut mir leid. Wenn das Ihre Meinung ist, okay, dann können Sie beim besten Willen nicht die SPD wählen.